Hallöchen und willkommen wieder zu 13, unserem alten Klassiker, unserem Comic-Shooter nenne ich ihn jetzt einfach mal. Wir sind das letzte Mal mehr oder weniger heile aus dem FBI-Stützpunkt rausgekommen, sind hier oben jetzt auf dem Dach, wie ihr seht, und müssen Major Jones folgen und müssen darauf aufpassen, selbstverständlich, dass die Uschi nicht stirbt. Das ist Priorität Nummer 1. Hier entlang. Hey, geht doch. Hey, geht doch. Du scheinst dich nicht sonderlich zu freuen, mich wiederzusehen. Ich weiß ja nicht mal, wer du bist, Uschi. Du hast also die Wahrheit gesagt. Du hast wirklich das Gedächtnis verloren. Oh. Das erklärt einiges. Wer sind Sie? Ich bin Major Jones. Aber das kann sich schon General denken können. Nachdem wir am Anfang auf irgendeinem Strand aufgetaucht sind und... Er hat eine Eigenuntersuchung zum Mord an Präsident Sheridan geleitet. Er ist der Einzige, der deine Unschuld beweisen kann. Na dann. Hier auf zu dem Typen. Wir müssen über die Mauer. Los! Hier, nimm! Yeah, Enterhaken! Oh yeah, Krankenknarre! So, wo haben wir den? Da haben wir ihn. Pow! Kann ich auch? Ah ja, sehr schön. Und schwingen kann ich auch. Das ist schon mal viel wert. Boing. Und rüber da. Wunderbar, wunderbar. So muss er laufen hier. Ich warte auf den Anruf eines Informanten. Er weiß, wo Carrington festgehalten wird. Dort, in dieser Farm. Hey. Wow, wow. Wow. Ich sollte die Maus-Sensibilität wieder runterstellen. Nein, da haben wir wenigstens das Bein. Ne? Haben wir genug Munition. Hier, auch im Ernst. Sie sind außer Reichweite. Jetzt kriege ich ein scheiß Scharfschützengewehr. Benutze das Zielfernrohr. Ah ja, okay. Ich kann auch mehr versuchen. Hey. Boah. Gute Arbeit. Alter Schwede, du atmest aber ziemlich heftig. Seite runter. Ich gebe dir Deckung. Ist gebongt, Uschi. Ey, 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 ey. So. Wo haben wir hier noch einen? Naja, die kümmert sich schon drum. Sie wollten mir Deckung geben. Hoppala. Alarm! Und ab jetzt. Alarm, Henne. Ey. Alarm! Oh. Oh. Na komm, wo war der andere? Boah, na. Bam, bam, bam. So läuft das hier. Hoppala. Zack. Hm, der Revolver scheint etwas stärker zu sein als die andere Knarre, die ich da habe. Aber das ist ja meistens der Fall. Zack. Wuhu. Sondermeldung. Ja, macht immer eure Sondermeldung. So, immer wieder die. Die ist etwas schneller, hat ein größeres Magazin. Ja, wer ist dabei hinter? Ey, ey, ey. So. So, ein bisschen heilen hier im kleinen Medipack. Ja, ja, komm. So, rauf, 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 immer schnell die Treppe rauf. Tap, 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 hoppala. Noch, Uschi. Komm, ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Nimm Anlauf. Ich bin schon hier. Komm, mach die Tür auf. Hoppala, hopp. Verdammte Scheiße hinter dir. Verdammte Scheiße hinter dir. Zap. Ey, zack. Mann, Mann, Mann. Ich sollte echt weniger zucken beim Schießen. Hier fällt einem das erstmal richtig auf. Ich hab's auch schon öfter gesagt bekommen, dass ich so zucke beim Schießen. Aber heidenei. Das ist ja kein Wunder, dass ich bei Counter-Strike und allen anderen Shootern im Multiplayer abkacke. Wenn ich das überall so mache. Vorsicht, Scharfschütze! Scharfschütze! Oh, da haben wir einen. Ey, das hier ist allerdings einfach schwul mit dem Atmen. Also ist zwar geil, dass das
damals für so ein altes Spiel schon implementiert war. Aber ich weiß nicht, Luft anhalten kann man hier nicht. Ah, doch. Wie geht das jetzt? Okay, warten wir mal kurz ab. Vielleicht beruhigt er sich von selbst. Ah, okay, der beruhigt sich schon selbst. Nach einer Weile zielen. So. Ist halt immer die Frage, ob man so lange warten will, beziehungsweise kann. Das ist oftmals, hat man ja auch Situationen. Na gut, hier jetzt nicht, hier stirbt man nicht direkt nach. Nach einem Schuss. Aber ansonsten. Wenn das der Fall wäre, wäre das ziemlich kompliziert, wenn man dann mal irgendwie auf die Schnelle zoomen und schießen muss. Pam! Starkes Beinchen hast du, Uschi. Muss man dir ja lassen. Tap, tap, tap. Nimm das! Bada boom, bada bang. Ja, ja, komm, ich muss überleben. Zack. So. Alles tot, alles tot. Haben wir da noch was? Ein bisschen Gesundheit. Munition oder so nicht, so wie es ausschaut. Aber die Munition von den 40 sammeln wir uns mal ein. Vor allem die Schrotflinten-Munition. Die könnten wir eigentlich auch mal in Gebrauch nehmen, ne? Komm, nehmen wir die Schrotflinte. Ein bisschen mehr Bums, jawoll. Ruhe in Frieden. Oh Gott, wo muss ich jetzt schaden? Checkpoint. Der Checkpoint war... Ah ja. Das geht ja noch. Okay, müssen wir den Kram hier jetzt nochmal gerade kurz machen. War ein bisschen blöd von mir. Ich habe nicht so ganz darauf geachtet, dass die Uschi aufgesprungen ist. Im Ernst? Selbst die Schrotlandung in den Rücken hältst du aus. Na, komm. Auch Cowboy sind nicht mehr das, was sie machen. So, die Munition nehmen wir uns mit. Heide neu. Hopp, hopp, hopp. Ich kann keine weitere Munition tragen. Das kann nur eins bedeuten. Mehr schießen. Oh, komm, jetzt warten wir, bis er sich beruhigt hat. Und zack. Und da hinten kam, glaube ich, noch einer raus. Ja, das ist, sobald wir uns bewegen, kriegt er hier wieder Probleme. Hey. So. Oder war's das? Ja, das war's. Sehr schön. So, hier springen wir aber diesmal. Oing. Keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Keine Sorge, Uschi, hab ich nicht vor. So, hier gehen wir direkt mal mit der Flinte dran. Ach ja, jetzt explodiert er nicht, ja? Noch. Hier, nimm das. Hier, nimm das. Ich weiß gar nicht, sind wir auch Granaten? Kann man die Granaten haben? Zack, zack. Hey, ich wollte gerade sagen, fällst du wohl um? Batz, batz. Erstmal eine schöne Schrotladung ins Gesicht gepfeffert. So, und jetzt springen wir aber auch. Hopp. Uiuiui. Mist, ich hätte dich nicht allein auf das Boot lassen sollen. Jones, hören Sie mich? Ich habe die Informationen. Er hat Otto, Informationen. Sherry wurde von General Sandwell unter Arrest genommen. Er wird in Emerald festgehalten. Eine abgelegene Militärbasis ist in der verlassen. Ich muss noch herausfinden, warum Sandwell Carrington vom Pentagon kam. Ich bin sicher, dass Sie dort drinnen sind. Gib mir den Raketenwerfer. Raketenwerfer? Meister? Oh, kein starker Raketenwerfer. Hey.
Ja, komm, lad doch erstmal nach. Machen wir das halt auf dem Weg. So. Oh, guck mal, noch einer. Headshot. Deaktivieren Sie das Sicherheitssystem. Ich kann die Landebahn nicht erreichen. Deaktivieren Sie das Sicherheitssystem. Hey, das ist eine Macke. Oh, das ging an. So, guck mal da, da haben wir dann noch ein paar von den Lutschen. So. Multikill. Könnten wir irgendwas zu finden? Ach, ich zieh mal an, wir haben Granaten. Und Level abgeschlossen. Und damit haben wir das soweit auch fertig. Wunderbar. Dann erst einmal wieder ein wunderherzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, wieder auch, wenn es relativ kurz war. Auf jeden Fall war diesmal wenigstens ein Tod dabei. Wäre ja auch langweilig, wenn es nicht so wäre, und irgendwo Spiel oder irgendwo im Spiel muss man ja immer mal sterben. Und ich hoffe einfach, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dahin, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das Video guckt, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!